Hallo und sehr willkommen zurück zu einer Folge von Nerd Angler 2, Stay Human. Sehr oft versucht und nie hingekommen zur Autofabrik. Die gibt es nicht. Ich kam bis hier wirklich hier vorne auf dieses Geländer und dann war wirklich schon Ende. Schade eigentlich. Das heißt, hier hinten, das ist sowieso komplett unsichtbar für mich, für uns. Aber ja, so ist es. Hier hinten ist nur verbuggt alles. Und okay, ich habe mir jetzt was überlegt. Und zwar, ich will mir hier dieses Sheng Shui hier angucken, was das genau ist, was man dafür braucht. Man braucht dafür irgendwelche Tickets. Der Host muss bei... Ach, das war... Scheiße, stimmt, das war dieses Multiplayer-Tag. Okay, hat sich erledigt. Stimmt, ja. Dann versuchen wir, machen wir mal das hier. Das ist eine Nachtmission. Ich weiß hier, warum es nicht angezeigt wird. Oh, ich kann hier nicht schlafen. Doch, kann ich. Cool. Warten bis zur Dunkelheit. Dünn, dünn, dünn. Okay. Wie bräuchte man einen Verkäufer? Dann. Okay. Okay, ihr habt gewonnen. Ihr habt gewonnen. Let it rain runter. Ihr werdet der hier wohl nicht mit rüberkommen können, oder? Ah, jetzt. Ah, die Anomalien entdeckt man auch scheinbar nur nachts. Länder hier erkannt. Da ist er. Sorry dafür wieder, ne? Dass das so fix ging. Okay, räumen die EGRE-Truhe aus. Hier ist sonst... Kann ich nicht nehmen. Auch nichts weiter drin. Okay. C&A 83. Oh, ich habe gerade eine Errungenschaft bekommen. Scheiße. Ich weiß es leider nicht, ob das hierfür war, dass ich jetzt alle Hemmstoffe, die es hier gibt, eingesammelt habe. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Das ging zu schnell weg. Man kann ich hier nicht. Oh Gott. Schade. Es gab, warte mal, es gab immer. Die. Okay. Scheiße, ich weiß jetzt nicht, was mit dem Video passiert ist. Wiedergänger, alle GRE-Anomalien beseitigen. Cool. Und als zweites habe ich. Moment, da muss ich nochmal ganz kurz gucken. Kannst du die Zeichen nicht lesen? Alle GRE-Quarantänezonen verborgenen Hemmstoffe sammeln. Haben wir auch komplett. Okay, das ist ja cool. Das war recht einfach hier, ehrlich gesagt. Hätte ich jetzt nicht gut gerechnet, dass das so krass leicht wird. Ich habe gerade hier gedacht, OMG, das wird hart. Aber das war ja, ich glaube, mit das Leichteste, was ich jemals hatte. Okay. Also wir haben... Alter Schwede. Ey, ich bin schon richtig weit. Ich glaube, bei dem Teil 1 habe ich nicht mal ansatzweise so viel gemacht. Und ja, ich würde sagen, dann würde ich hier tatsächlich mich nochmal... Was, Bronze? Dann würde ich mich hier nochmal ein bisschen ranwagen an die ganzen, die ich noch gar nicht habe, beziehungsweise halt nicht habe. Aber ich gucke mal kurz im Tagebuch mit euch zusammen. Okay, doch, hier sind alle drinne. Ja, wie gesagt, das wird ein
Teil sein, was ich niemals bekomme. Da werde ich aber auch nochmal richtig googeln, wie ich das gegebenenfalls kriege. Von mir aus schied ich mir da auch einen zurecht, damit ich das bekomme, aber ich war schon so oft da oben, ich habe unten alles, ja, ist sogar ein Häkchen dran, räumen sie im Windrad auf. Habe ich schon ganz oft gemacht, aber ich kann es nicht freischalten. Keine Ahnung, was das ist. Schade. Gut, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Das ging, wie gesagt, viel zu schnell eigentlich. Diese Folge, Mission-Folge. Aber trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ich nehme euch hier nochmal ganz kurz ein bisschen mit. Oh, da in die Ecke. Ich liebe diese Ecken, weil ich da immer hoffe, dass die Macher irgendwas vergessen haben. Zu schließen. Hier scheint auch irgendwas zu sein, kann ich auch nicht aufsammeln. Achso, nee, da komme ich einfach nur übers Festland hier hin. Okay, das wird schon beabsichtigt sein. Wäre das eine coole Ecke? Hier irgendwelche speziellen Mutantenviecher hier herzulocken? Wäre das eine interessante Ecke dafür? Die Jagd hat begonnen. Okay, los, 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 los. Wow. Von hinten? Gar nicht. Scheiße, warum ist die Jagd vorbei? Das will ich jetzt trotzdem noch mal versuchen. Dann nehme ich euch natürlich, wie gehabt, mit. Ich frage mich jetzt nur, welches dieses Schießvieh war.
scheint für mich dafür zu normal. Oh, guck mal, da. Dich brauche ich. Shit. Hab ich trotzdem. Oh Gott! Lenk doch nicht so rüber! Okay. Das ist nochmal so ein wichtigerer. Oh Gott! Oh, mein Leben geht da schnell runter. Hoppala! Aber das ist... Das sind diese zwei Sachen. Das brauche ich... Gut, alle? Ah. Ich mach mal alle. Ach, schade. Na gut. Kacke! Jetzt hätte ich gerade viel zu viel genommen, oder? Yeah!
Ist eine geile Ecke. Oh, verdammt. Ganz ehrlich, geht hier in die Ecke. Krass. Das hier empfinde ich jetzt auch nicht als Cheaten, ehrlich gesagt. Diese Mutationsproben sind auch wichtig. Sind doch sogar ungewöhnlich, naja. Es gibt natürlich noch krasseres, klar. Die bekommt man jetzt hier, glaube ich, auch nicht. Mit bei denen. Hier mal looten. Da bist du hingeflogen, ihr beide, aber. Okay, ja, die Nacht ist, finde ich, bisschen für mich immer noch ein bisschen voller. Hart? Wie spät haben wir es denn? 4.05 Uhr. Klein, jetzt noch mal so einer. Was? Oh! Problem ist halt, die haben gut, die machen gut Schaden in der Nacht. Hä? Wie war denn das? Es gab doch eine Taste, womit man so ein Steuerrad so gesehen öffnet. Oh, wait a minute. Krass. Komm ich mal ein bisschen jetzt raus. Ja, wo ist... Da hinten ist der Spucker! Sehe mich. Ich erkenne ihn gerade nicht. Da.
Hui! Ist es jetzt ruhig? Nein. Ist es nicht. Yes. Oh, Moment, Jagdstufe 2. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet, ob da jetzt mehr kommen oder... Ich glaube, hier oben lässt sich das echt gut aushalten, ne? Lass mal weggehen hier in die komplette Jagdstufe, bitte. Es gibt hier noch so eine Dings, glaube ich, eine Errungenschaft, dass man hier entkommen soll auf Level 4 oder sowas. Auf Jagdstufe 4, sag ich mal so. Guck mal, der hier hat sich doch auch schon wieder... Guck mal, ah! Rain runter. Okay, er ist nicht explodiert, das freut mich gerade sehr, weil sonst hätte ich hier wieder noch mehr Action. Ich würde schon fast sagen, dass das hier tatsächlich meine allererste Nacht ist. Jawohl, die ich komplett gemacht habe. Meine allererste Nacht, die ich komplett gemacht habe. Geil. Boah, Leute. Reicht jetzt aber auch wirklich. Oh, ich weiß gar nicht, wie lange diese Folge ging. Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. Ich wollte nur dieses C&A-Zeug dahin machen, diese Zone da. Und dann ist gut, aber irgendwie hat mich das dann alles getriggert mit der Nacht und sowas. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren und... Oh. Ich glaube, ich habe mich jetzt auch nicht so... Hupala. Angestellt. Ich glaube, das war ganz cool. Ich sag mal so, mir hat Spaß gemacht. Ja.
Cool. Hier gibt es einen Verkäufer, das mache ich jetzt auch nochmal fix in der Folge. Oh, Z. Das war. Ha, weiß ich nicht, ob das jetzt. Es. Hä? Ach, Hilfe. Weiß ich nicht. Ich will nicht, dass er sich aufregt. Ich bin bereit. Hello there. Wann denkst du an dich und 12.000. Sehr cool. Ja, ne. Hab sich hier mal Plunder bei dir los. Ich meine. Supi. Supi guten Waffen, die ich ja auch eigentlich behalten wollen würde, aber ach komm. Kunden bist so haben nett. Schon danach gefragt. Ah, geil. Die Hälfte. Bring mir mehr davon. Noch mehr? Okay. Ich dachte jetzt, die Hälfte reicht, aber okay. Irgendwann. Das nehme ich. Wer sonst? Hier ist niemand. Anderes. Verkauft. Ich kann es auch zurückkaufen. Oh, das war zu schnell. Verdammt. Jetzt sind meine Regale wieder voll. Mehr habe ich auch nicht für dich tatsächlich. Keine Ahnung, was das sein mag. Kaufen, was hast du denn so für mich? Was ist das denn? Kein Platz für diesen Gegenstand. Kein Platz für diesen Gegenstand. Das hier ist voll, oder wie? Krank. Das hier ist voll. Alter Schwede, okay. Krass. Heftig. Du bist hier Level 8er. Keine Ahnung. Adios, amigo. Sí, señorita. Wie konnte der Elektriker den Tanzwettbewerb? Genau, was du sagst, darf denn sein? Gucken wir uns hier mal kurz um. Upgraden. Den Gleiter haben wir. Haben wir tatsächlich voll. Okay, jetzt haben wir aber ganz viel. Ey. Scheiße, 100 brauche ich. Das würde ich gerne jetzt auf Level Ende machen. Ungewöhnlich. Scheiße. Okay, das würde ich gerne auf Level. Nächstes Mal gibt es neue Angebote. Fertig machen. Gut, dann jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nehmt mich gerne rum. Schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.